Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns bei unserer zweiten Folge Redewendungen und Sprichwörter. Los geht's! Unsere heutige Redewendung heißt: Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Was könnte das bedeuten? Möglichkeit Nummer 1. Er mag keine Kirschen. Möglichkeit Nummer 2. Er ist eine sehr freundliche Person. Oder Möglichkeit Nummer 3. Jemand, mit dem man besser keinen Streit anfangen sollte. Es ist Möglichkeit Nummer 3. Jemand, mit dem man besser keinen Streit anfangen sollte. Zum Beispiel, du hast eine schlechte Note geschrieben. Und dann sagst du, ich hoffe, meine Mutter ist nicht sauer über die schlechte Note. Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen. Das war einfach, oder? Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Redewendungen und Sprichwörter. In der Zwischenzeit gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, schreib mir unten weitere Redewendungen oder Sprichwörter, die du bereits kennst. Ansonsten findest du auch weitere Redewendungen wie diese hier auf Instagram. Besuche dort meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Deutschlernen und bis bald!